Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute spreche ich wieder mit dem David. Hallo David. Hallo. Und natürlich den Raphael. Hallo Raphael. Hallo. Und heute haben wir kein Thema vorm Thema, sondern wir steigen gleich ein mit dem vierten Zeitalter der Blütezeit der Schrate. Es geht mit dem Streit natürlich gleich los, aber bevor wir zum Streit kommen, es heißt ja die Blütezeit der Strate. Was sind denn Schrate? Zumindest hier aus Calvin's Sicht. Bin mir immer nicht ganz. David, du das. Das ist insofern interessant, weil Calvin da nochmal eine andere Sicht drauf hat, als das, was die aventurischen Gelehrten in der innerweltlichen Beschreibung so haben, weil sie nämlich darunter all die Wesen vereint sieht, die von Rashtul geschaffen wurden im zweiten Zeitalter nach dem Vorbild der Humusriesen. Und das umfasst dann ja eine ganze Menge Trolle, Yetis, Wühlschrate, Riesen, Waldschrate. Okay. Ganz bewusst draußen lässt sie aber die Zyklopen, weil sie sagt eben, die sind zwar ja in der Gestalt ähnlich, sind aber eben nicht von Rashtul geschaffen, sondern von Ingrim als sein erstes Volk. Und die Wühlschrate damals waren auch noch wesentlich klüger, schreibt sie. Genau. Die haben wir schon bei einer rückwärts gerichtete Evolution erlebt, durch die Zeitalter hindurch, sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Leben ja auch nicht in einem Lebensraum, der förderlich ist, vermutlich für große Sachen. Ich finde es total spannend, ehrlicherweise, dass Calvin diese Definition stützt oder auch so sieht. Ich stelle mir so ein bisschen bildlich immer vor, wenn ein aventurischer Gelehrter die Schratigen so definiert, ob denn ein Riese dieselbe Meinung hat wie er und ob der Gelehrte bereit wäre, seine Meinung mit einem Riesen zu diskutieren und dann nicht vielleicht doch lieber die nicht mit einem Nenner mit Wühlschraten bringt, aber tatsächlich, da Calvin es auch so sieht, scheint das zumindest von gelehrten Riesen auch akzeptierte Theorie zu sein, ja. Und dann, wir haben im dritten Zeitalter hat ja Marda die Magie in die Welt gebracht. Und nun ist es so, dass Praios und Mithrida dem Goldenen vorwerfen, Mardas Absichten nicht rechtzeitig erkannt zu haben und es verhindert haben. Wobei, jetzt sagen muss ich jetzt auch komisch an, also eigentlich sind sie doch alle ähnlich mächtig, aber sie haben jetzt ihm gesagt, du bist mächtig. Also sie sagen ihm ja damit praktisch, du bist ja mächtiger als wir alle, deswegen hättest du es vorhersehen müssen. Ja, vielleicht ist es nicht nur eine Frage von Macht, sondern auch so ein Stück weit von Verantwortlichkeit. Ne? Wer auf dem Chefsessel in Alvaran sitzt, egal wie mächtig er sein mag, der ist natürlich, der muss dann auch den Kopf hinhalten, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie erhofft oder erwartet. Mhm. Ja, letztlich ist es ja auch das zum einen, aber natürlich auch ein bisschen die Art oder die Attribute, die so ein Gott hat, ne? Dass man bei Praios vielleicht, gerade aus Praios Sicht, es ist ja unvorstellbar, dass er eine Vorahnung über einen Frevel hat und die machen lässt, während ja auch Fex so ein Kandidat ist, der jetzt nicht mächtiger, also erstmal per se nicht mächtiger ist als andere Götter, aber oftmals mehr Sachen ahnt oder weiß, aber dann eben auch bewusst nicht beeinflusst. Und ich denke, so würde ich es verstehen, das ist eher Praios Zorn, der hier einfach in seinem Ideal ist, überhaupt nicht verstehen kann, wenn man schon Chef von allem ist, dann auch noch so eine Sache laufen zu lassen, wenn man davon was ahnt. So hätte ich es eher verstanden an der Stelle. Ja. Mm-hmm. No. Das ist interessant, wieder. Insgesamt wieder eine recht menschliche Sicht, finde ich. Also wie die Götter dargestellt werden mit Neid und Missgunst und Profilierungsgehabe vielleicht auch ein Stück weit. Also die alvaranischen Götter erscheinen da wieder sehr, von ihren Persönlichkeiten her, sehr menschenähnlich. Wer war ich kann es nicht ausschreiben. Mithrida. Wer war das nochmal? Mithrida ist ja eine der ehemaligen Gigantinnen, die man ja auch... Ja, ich weiß nicht, wann in einem der späteren Zeitalter wird sie sich, hat sie ihren großen Punkt, in Anführungszeichen, weswegen man sie heute nicht mehr kennt. Es ist jetzt ein bisschen ins Blaue, aber ich meine sie auch, die ist auch zumindest kriegs- oder kampfzugeordnet als eine der Attribute und geht dahinter als eine der Sicheln in die weitere Geschichte an. Ich verwechsel die Sicheln auch immer. Wir sind noch nicht so weit, das kommt erst später. Genau, und sie hat in den frühen Zeitaltern im zweiten und dritten und vierten dieses Amt als oberste Heerführerin der Götter, also das später immer Rondra vielleicht sein wird in der Art, das verkörpert sie quasi in dieser Zeit. Ja. Dann, die Drachen sind ja nicht mehr da, oder sind zumindest die hohen Drachen sind ja jetzt teilweise zur Bewachung abgezogen worden und wir haben jetzt ja, die Herrscher fehlen auf der Welt. Was passiert denn jetzt? Ich meine,
Wenn der Herrscher fehlt, haben wir ein Machtvakuum. Ich würde jetzt sagen, jetzt kloppen sich Leute drum, oder? Ja, erst einmal streiten sich die Drachen ja ein Stück weit selber. Oder man differenziert ja hier, das ist, finde ich ja übrigens eine spannende Sichtweise, man differenziert ja hier schon, dass es heißt, vereinzelt versuchen mal Kaiserdrachen oder Riesenlindwürmer die Macht an sich zu reißen. Das sind ja aus der Sicht der heutigen Menschen schon unfassbar machtvolle Geschöpfe, die aber da eher so, ich sag mal, so ein bisschen die kleinen Lokalherrscher sind, oder die versuchen, Lokalherrscher zu werden, was ja immer, also zum einen Seite sehr, sehr, sehr spannend ist, wie hoch das Machtgefüge damals gewesen sein muss. Und dann auch so ein bisschen die Frage ist, warum existieren die Drachen nicht mehr? Also wenn wir heute so ein einzelner Riesenlindwurm einen Landstrich in Schrecken versetzen kann, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und da steht ja nicht ganz so viel dazu, ehrlicherweise, drin. Es gibt Kämpfe, Machtkämpfe, die alten Drachenreiche zerfallen. Aber also es gab anscheinend nicht so einen Meteoriteneinschlag wie irgendwie bei den Dinosauriern auf der Erde oder sowas, aber aus irgendeinem Grund werden sie weniger, weil sie sich alle gegenseitig streiten. Sie schreiben hier, oder Calvin schreibt hier, viele Drachen der ersten Generation werden in diesen Kriegen getötet und diejenigen der folgenden Generation sind kleiner und weniger mächtig. Übrigens nach Drachendimension. Nach Drachendimension, genau. Mhm. Also man kann sagen, die haben sich gegenseitig die Köpfe eingehauen, dadurch wurden sie viel weniger. Und das ist das eine, was passiert ist, aber dann gibt es ja noch etwas, und zwar die Götter sind ja nun immer noch tief erzürnt, dass die Sterblichen nun wohlgehütete Elemente Magie haben. Lassen Sie die Sterblichen einfach so dabei oder was machen die? Später sind sie erstaunlich konsequent und auch erstaunlich einig, die Götter, weil sie nämlich, also sicherlich einige Götter und ihre Anhänger noch mal stärker als andere, aber doch grundsätzlich die geschlossene Linie haben. Das steht den Menschen nicht zu und sie sind da durchaus sehr, sehr strikt. So, das ist, also Calvin schreibt quasi, es kommt zu den ersten Hexenjagden der Geschichte. Jene, die durch Mardas Frevel in Besitz der Magie gekommen sind, werden verfolgt, werden gejagt, werden teilweise auch getötet. Und es geht so weit, dass sie das sogar Kinder, die in dem Verdacht stehen oder die bei denen nachgewiesen wird, dass sie diese Fähigkeit besitzen, dass diese den Göttern geopfert, also getötet werden. Und das trifft ganz viele Völker, nämlich alle Völker, die einem Gott sich oder einer Göttin sich zugewendet haben und eben von Auserwählten dieser Gottheit auch geführt und angeleitet werden. Und es gibt im Grunde nur wenige Völker, die sich dem entziehen können, diesem göttlichen Gebot und diesen Also man muss auch sagen, es gibt ja noch keine Menschen. Hab immer trotzdem, so in meinem Kopf spielt sich immer das mit Menschen ab, aber es sind wirklich keine Menschen, sondern die Schratigen, ne? Und Priester der Praios treuen Gryphonen, die sind ja da auch sehr mit dabei. Also hier haben wir wieder Praios, der Inquisitor. Und die Gryphonen sind katzenartig. Ich stelle mir die immer so ein bisschen wie bei The Elder Scrolls vor. Also wenn man sich das Bild anschaut, was hier in der Historia ist, über die Trolle und die Gryphonen, dann wirken sie mich eher ehrlicherweise, also sind es Humanoide mit Katzenkopf. So würde ich sie mal nennen. Die Frage ist, was jetzt hier dominant ist, die Beschreibung oder das Bild. Aber sie sind keine aufrechtgehende Katzen zumindest in dem Sinne. Das, ja, jetzt wo du es sagst, ich sehe es auch gerade. Also die haben nicht diese Beinform, sage mal, die man so von Katzen hat, sondern die sieht relativ menschlich, nur halt mit Fell. Ein bisschen wie die Ammonier, die Katzenmenschen, Myranor. Aber manchmal entsteht sowas, glaube ich, auch nicht immer beabsichtigt. Unterschiede zwischen Bild und Text, das kann auch... Kennen wir alle gut. Ja, es ist leichter, den Text zu ändern als das Bild. Gut, du hast ja schon mal gesagt, die Schratigen sind alle von Rastul erschaffen. Können die einfach so vor sich hin werkeln und der Rest ist halt wird von den Göttern gelenkt und die halt eben nicht. Warum hat Rastul eigentlich da nichts gemacht? Mit dem habe ich jetzt irgendwie nichts darüber gelesen. Rastul ist ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, will ich mal sagen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ob er tot ist oder ruht, ich weiß auch gar nicht, müsste jetzt mal selber nachschauen, wann es passiert ist, aber zumindest ist der Vorteil, den die haben, Rastuls ewiger Schlaf beim zweiten Zeitalter, so war es. Der Vorteil, den sie haben, ist, es gibt halt keinen Gott, der so ein bisschen über sie lenkt, über sie wacht,
sie haben gewissen Kontakt zu den Unsterblichen, die vielleicht auch lokal ihnen näher sind. Ne? Also in dem Text heißt es irgendwo, die in Gebirgen, Quellen oder Flüssen ihres Siedlungsgebiets eine Heimat gefunden haben. Also das heißt, da wo irgendwo, ja, ich stelle mir auch immer so vor, Götter, die irgendwie näher an Trollen sind, das, oder bei Jedis wird es halt Firun sein oder sowas in die Richtung. Ne? Da, so stelle ich es mir zumindest vor, ohne dass da explizit drinsteht. Und letztlich haben die so ein bisschen Narrenfreiheit für den Moment. Ne? Es gibt zwar ein Magieverbot, aber es teilt ihnen keiner so richtig mit, weil keiner für sich verantwortlich ist. Und deswegen können die erst einmal in Ruhe expandieren. Und ob jetzt die Götter von sich aus sagen, die sind uns egal, deswegen interessiert uns nicht, was die machen, oder ob das auch unter dem Radarschirm der Götter läuft, da äußert sich Halven nicht zu. Ich kann mir selber nicht vorstellen, dass Praios nicht mit seinem großen Blitzstrahl vorbeikommen würde, hätte er mitbekommen, dass die da anfangen, viel zu zaubern. Vielleicht war er einfach auch zu beschäftigt und hat andere Dinge zu tun gehabt, sag ich mal so, ja. Na gut, er könnte ja gar nicht kommen, da es ja ein Verbot gibt, dass die Götter nicht mehr in die Sphäre dürfen. Ja, das schon, aber er könnte ja durchaus den Einfluss nehmen. Also tatsächlich heißt es ja auch so, dass die Gryphonen die Trolle nicht sonderlich leiden können, aber das klingt auch erst nacheinander so. Also nach dem Motto, wenn die Trolle mal auf die Gryphonen treffen, dann stellen die Gryphonen fest, Menschen, die blöd. Es ist aber nicht so, dass Praios nicht vielleicht durch irgendeine Vision seinem Gryphonen Hohepriester sagt, hey, da sind blöde Trolle, kümmere dich mal. Also das passiert eben nicht. Mhm. Das wäre für mich auch schon ein Eingreifen von Praios, ja. Ah, okay. Das gehört deine Auserwählt. Ja. Also die Trolle können sich ausbreiten und die nutzen ganz normal Magie, David, oder? Ja, also ich habe es sogar so verstanden, als ob es eben nicht, wie wir es später kennen, aus den menschlichen Völkern nur einzelne magisch begabt sind, sondern ich habe es so gelesen, als wären tatsächlich alle Trolle zu diesem Zeitpunkt oder zumindest ein hoher Anteil an Trollen magisch begabt gewesen, sodass sie eben insbesondere auch in Gruppe, wenn sie ihre Kräfte kombinieren, ganz gewaltige magische Leistungen vollbringen können, also Bauwerke errichten, auch fliegende Schiffe aus fliegenden Felsbrocken erschaffen oder flugfähigen Felsbrocken erschaffen. Also zauberkräftige Leistungen, die jetzt dem menschlichen aventurischen Magier oder der menschlichen Magierin so nicht möglich wären und die auch den Trollschamanen in der aventurischen Gegenwart so in der Regel nicht mehr möglich sind. Und das scheint auch so ein Lernprozess zu sein. Also es fängt klein an und dadurch, dass niemand die Trolle in ihrem Wirken und Forschen und Ausprobieren stört oder behindert, werden sie quasi immer fähiger, immer mächtiger, was die Verwendung von Magie und die Nutzung von Magie angeht. Mhm. Ich denke, man sieht das ja auch, also zumindest wenn man Blick auf die heutige Zeit wirft, das, was man an trollischen Überresten noch findet, Trollfestungen, Trollpfade, was auch immer, die Magie, die da wirkt, die ist so mächtig, sag ich mal, also wenn ich jetzt mal an die DSA 5 ASP-Logik denke, ja, dann würde ja die Zweierpotenzreihe da irgendwo durch die Decke schlagen, vermutlich an ASP, die man zahlen muss, um solche Effekte erzielen zu können überhaupt. Das ist für mich genau, David, wie du siehst, so ein Zeichen, dass, ich weiß nicht, der Unitatio ist, glaube ich, eher den Elfen so ein Stück weit zugeordnet, aber so eine Art trollischer Unitatio oder sowas, oder wirklich die komplette Einwohner einer Stadt vermutlich daran gewirkt haben, um diese Verhehlung, die auch nach Jahrtausenden und Jahrzehntausenden noch funktioniert, zu aktivieren. Das würde ich genauso sehen. Ja. Was war das, der Zauber Unitatio? Was macht der? Das ist ja dieser Bund, den man eingehen kann, um gemeinschaftlich zu zaubern. Damit meinte ich es nur. Ja. Also dass die irgendwie gemeinschaftlich ihre Kräfte sammeln und fokussieren, so in die Richtung. Also so stelle ich es mir auch vor. Das steht da nirgendwo explizit drin, aber ähnlich wie David es hat, ich glaube, die kommen einfach alle zusammen und lassen ihre Kraft zusammenfließen. Ja, ich finde es interessant auch, dass die dadurch dann wirklich fliegende Schiffe aus Stein machen. Also wir nehmen einfach einen großen Felsen, höhlen den aus und machen, keine Ahnung, ein Steinsegel dran. Hört sich schon sehr interessant an und jetzt kurzes Exkurs. Es hört sich ja so für mich im Moment ein bisschen nach Earthdawn an. Da gibt es ja auch mit wahrem, aber hat mich nur daran erinnert. Also die Trolle, denen sagt keiner was. Ab und an haben die natürlich Kontakt mit anderen. Da sagt er übrigens, es gibt eigentlich ein Magieverbot und die Trolle denken sich, ja, uns doch egal. Aber jetzt kommen wir natürlich zu den Katzenartigen. Wir betrachten die Trolle ja dann als gottlose Ketzer. Und was macht man mit gottlosen Ketzer? Man greift sie an und tötet sie. Aber was machen dann die gottlosen Ketzer? Da
gewissermaßen die erste Inquisition gewesen hier. Ne? Klingt so ein bisschen. Bandstrahl. Ja, genau. Der Bandstrahlorden kommt eigentlich aus dem vierten Zeitalter. Das ist wahrscheinlich jetzt der nächste DSA-Mysterien, das aufgedeckt wird. Aber genau so ist es. Ne? Die angreifen gegen die Trolle gehen. Und die Trolle sind oder werden als sehr langmütig beschrieben. Ne? Die sind erst einmal, ärgern sich nicht zu viel darüber, aber in dem Moment, wo der Langmut ausgereizt ist, ne, wo der Zorn der Trolle, diese bekannte Trollwut, die man ja heute noch oft kennt, ne, wo die gereizt ist, da wehren sie sich bis aufs Blut und dann machen sie auch nicht nur Halt, indem sie einen Angriff zurückschlagen, sondern dann ziehen sie wirklich in den Krieg gegen die Gryphonen und wenn sie mit denen fertig sind, machen sie gleich weiter, weil sie sauer sind. Mhm. Man muss ja sagen, die Trolle haben sich ja auch Verbündete gesucht. David, weißt du, wen sie da sich gesucht haben? Im Grunde ihre nächsten Verwandten, also die Völker, die ebenfalls von Rastul erschaffen wurden, die Wühlstrate, von denen wir es schon hatten, die damals eben noch ein Stück weit tüchtiger und tauglicher waren, die Trolle zu unterstützen, aber eben auch die mächtigen und gewaltigen Riesen mit ihrer großen Kraft. Und wahrscheinlich hat bei diesen Völkern eine ähnliche Haltung zum Thema Magienutzung vorgeherrscht. Also weil sie eben auch ja, diesem Magieverbot nicht so unterworfen waren wie die anderen Völker, sodass es da leicht war, Gemeinsamkeiten zu finden in den anderen Völkern als Feind. Also man kann sagen, die Trolle werden nun zum dominierenden Volk des vierten Zeitalters. Es ist dann aber, glaube ich, auch das erste Volk, was ein Zeitalter dominiert, oder? Wie ich gerade. Erstes ja sowieso nicht. Wenn man die Drachen als Volk sieht. Ja, okay, gut. Im dritten ja durchaus, ne? Aber ja. Das ist das erste Sterbliche oder annähernd. Ja. Mhm. Sterbliche. Ja, und es gibt auch Drachenstädte natürlich, aber ich meine, so eine Drachenstadt ist ja nicht eine Stadt, wo da die Drachen in ihren Häusern nur leben, sondern da sind ja eher mehr einzelne Drachen und ihre Untergebenen. Also tatsächlich so gesehen, ja, ein echtes Volk, wo in einer Trollstadt eben mehrere hundert Trolle leben, so ungefähr, das hat es bisher bei Drachen auch nicht gegeben. Also so gesehen, das ist schon was Neues. Mhm. Ja, und die Trolle machen ja noch was. Genau, ich wollte nur noch ergänzen, also die Trolle, die hören eben nicht mehr auf. Ne? Die sind dann einmal in Wut geraten und dann ist es nicht genug damit, die Gryphonen in ihre Schranken zu weisen und zu unterwerfen, sondern indem sie einmal begonnen haben, ist ihre Kriegswut so groß, dass sie eben weitermachen und, wie du es auch gesagt hast, mit dem Unterwerfen der Völker beginnen und damit zur dominanten Macht aufsteigen. Mhm. Wo ihnen eben ihre Magie hilft, weil sie eben was haben, was die anderen Völker so nicht haben. Diese über die wahrscheinlich Jahrhunderte perfektionierte elementare Magie, über die viele der Trolle verfügen und der die meisten, also wenn man von den Auserwählten, den göttlichen Auserwählten absieht, die meisten Vertreter der anderen Völker nicht viel entgegensetzen können. Mhm. Aber auch unabhängig davon, zumindest was ich mir so vorstelle, klar, ein Heer von Trollen und Riesen, das ist schon beeindruckend genug für alles, was nicht Drache ist, vielleicht auf der anderen Seite. Und wenn man jetzt noch die doch heute mehrfach zitierten Wühlschrate dazu nimmt, ich meine, so ein zwergisches Sapeurregiment, das hat schon Schlachten entschieden. Und wenn man sich so eine verbündete Wühlschrateinheit vorstellt, die kann ja, also da ist man eigentlich schon genug abgelenkt, weil da Trolle und Riesen kommen und plötzlich bricht unter einem die Erde weg und da kommen Tunnel hoch oder sowas. Also das scheint mir auch eine sehr effektive Kampfart zu sein, wenn man solche Verbündete hat, ne? Mhm. Naja, sie schreibt ja auch, dass die sich sehr gut vermehren konnten, dadurch, dass sie halt unbehelligt blieben. Mhm. Und dadurch hatten sie natürlich auch eine große Anzahl. Und die Trolle finde ich auch interessant. Ja. Sie haben die erste Schrift, aber noch in 3D. Wie muss ich mir denn 3D-Schrift vorstellen? Ja, das ist noch ein ganzes Stück weit weg von dem, was die späteren aventurischen Völker als Schrift verwendet haben. Weil sie tatsächlich also abbilden, was sie ausdrücken wollen durch die Anordnung von Felsen und Steinen, nicht in bildlicher Darstellung, sondern ganz buchstäblich, eben indem sie Felsen und Steine in einer bestimmten Form anordnen. Calvin schreibt, dass diese Schrift zwar durchaus komplex war, also es nicht nur irgendwie 100 Worte gab, aber den großen Nachteil eben hatte, dass sie stationär gebunden war, dass man eben bestimmte Niederschriften eben auch nur an diesem einen bestimmten Ort betrachten konnte, wo man sie errichtet hat. Und keine, ja, in Anführungszeichen geschriebenen Texte dieser Schrift irgendwohin mitnehmen konnte. Und das dann eben kam erst später durch andere Völker eigentlich auch, dass man zunächst quasi durch versucht hat, das in Miniaturmaßstab zu übersetzen, also durch kleine Tonkugeln und Steinchen das nachzubauen in Miniatur, was gesagt werden sollte. Und der darauf folgende Schritt dann, was ja dem modernen Verständnis von Schrift schon näher kommt, zu sagen, man zeichnet es quasi ab in Tontafeln, was man vorher in 3D mal
Aber das sind die Schritte, die dann die Trolle gar nicht mehr selbst vollzogen haben, sondern die dann von späteren Völkern. Spannend ist da ja auch, dass die Trollmagie, zumindest die, die heute überliefert ist, ja auch ähnlich funktioniert. Ne? Also so einen Trollpfad, den aktiviert man ja auch häufig durch das Setzen von Steinen in eine bestimmte Reihenfolge. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als, wie David gerade beschreibt, da gewisse Schriftzeichen hinzustellen. Ne? Also das ist, die Frage ist, was woher kommt, ne? Ob die Schrift zuerst dann war und dann daher die Magie kommt oder umgekehrt, dass man aus der Magie abgeleitet hat, aber das ist offenbar, was die weisen Trolle so tun, ihre Art zu schreiben oder ihre Zauber aufzubauen, sag ich mal. Ne? Also die, in dem Fall wissen wir es ja, es kam erst die Magie. Entschuldige. Ja. Weil, und die erste Schrift kommt von den Kratarier im 7. Zeitalter. Da haben wir also noch ein bisschen Zeug. Also die Trolle verwüsten Landstriche beziehungsweise sie erobern. Die anderen Götter haben ja ihre Auserwählten, aber es sind ja nicht viel. Das heißt, die Auserwählten werden auch durch die Masse an Trollen und Verbündeten niedergemacht und es gibt einfach nicht genügend von ihnen. Einige Götter spielen ja jetzt mit dem Gedanken, wieder auf die Erde zu kommen, aber der Goldene und Nandus, die haben irgendwie was ausgeheckt. Was haben die beiden denn ausgeheckt, um das, die Geschicke wieder in andere zu lenken? Naja, letztlich führen sie ja die ersten Geweihten ein, kann man glaube ich so sagen. Ja, also es ist natürlich in Anführungszeichen Nandus, der sich sowas überlegt, aber wohl im Auftrag des Goldenen, wie es heißt. Und das Ziel ist eben nicht, dass man nur so einen einzelnen Auserwählten hat, der besonders mächtig ist, sondern dass man eine größere Zahl an Personen mit Kraft versehen kann. Wird auch schon erstmalig das Wort Gewalt dafür verwendet. Und dass es einfach die Möglichkeit gibt, dass mehrere Personen diese göttliche Kraft in sich aufnehmen können. Genau. Das ist letztlich, ja, die Einführung der ersten Geweihten ist das dann. Da gibt es noch nicht so viele Menschen zu dem Zeitpunkt, aber im 4. Zeitalter halten wir also fest, die Götter fangen an, Priesterschaften heranzuziehen, sozusagen. Ja, ja, das hat noch den Vorteil, während die Auserwählten tatsächlich immer quasi persönlich durch die Gottheit auserwählt werden oder werden müssen auch, können die Geweihten eben auch untereinander diese Ordination weitergeben, sodass quasi nicht nur eine religiöse Lehre weitergegeben werden kann, sondern auch diese besondere Kraft, sodass sie also wie so ein sich selbst vervielfältigender Organismus quasi, das auch eine Unterstützung, oder ich stelle es mir als Unterstützung vor, für die Götter eben ihre Ideale zu verbreiten, weil die Geweihten das auch selbst untereinander weitergeben und eben ihre Zahl dadurch vergrößern und damit den Einfluss der Gottheit auf die Völker. Also so ein Schneeballsystem. Ja, genau. Ja, hilft es? Also gegen die Trolle, ja, allemal. okay. Die sind tatsächlich, es ist jetzt, also ähnlich wie es vorher bei den Trollen war, dass die über eine besondere Kompetenz und eine besondere Fähigkeit durch ihre Magie verfügten, die anderen nicht hatten, geht es den Trollen jetzt umgekehrt, die wahrscheinlich auch über eine große Fläche verteilt sind, nachdem sie so viele Völker unterworfen und kontrolliert haben und dann sich plötzlich an mehreren Stellen zugleich mit Rebellionen und Aufständen konfrontiert sehen und mit ja, eben diesen neuen Geweihten, die auch jetzt in größerer Zahl über Fähigkeiten verfügen, die in der Auswirkung dem vielleicht nahe kommen, was die Trolle mit ihrer Magie vermögen können. Also man muss auch sagen, die Trolle waren, ich sage mal, nette Besatzer, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Also sie haben zumindest den besetzten Völkern erlaubt, ihr bisherigen Glauben und alles weiterhin auszuüben. Haben halt nur gesagt, okay, also ihr könnt alles weitermachen wie bisher, aber ihr seid jetzt uns. Ja, und dadurch konnten dann viele neue Geweihte entstehen. Aber es gab ja eine Rasse, die sich den Trollen relativ gut entgegengesetzt hat. Raphael, wer war denn das? Ja, das waren tatsächlich die Zyklopen, die ja auch wie eben Ralven auch Klarstellung bezieht, die nicht zu den Schratigen gehören aus ihrer Sicht. Die Zyklopen sind natürlich auch mal als Nachfahren der Feuerriesen, haben sie einfach ein Element, was die Trolle so nicht verfügen, denn Feuer ist einfach ihr Ding, sag ich mal, und sind auch in der Lage, das zu nutzen. Sie können große Waffen schmieden. Sie sind tatsächlich auch durchaus ebenbürtige Gegner für die Trolle und sie können sich dauerhaft denen widersetzen. Ganz interessant ist hier auch der Hinweis, dass die Zyklopen ja durchaus beim Schmieden auch Magie einsetzen, was sie jedoch, wie es heißt, eher unbewusst tun, dass Ingerim das einfach großzügig mal übersieht und das toleriert.
Ganz interessant ist, finde ich da noch so einen kleinen Nebensatz, denn wir hatten ja vorhin gelernt, dass die Trolle sich mit den Riesen verbündet haben. Die Zyklopen sind wiederum aber erbitterte Gegner der Trolle, aber unten heißt es, dass die Zyklopen am Rastulswall ein Heiligtum errichten können mit Hilfe von befreundeten Riesen. Also ist es mitnichten so, dass alle Riesen irgendwie mit den Trollen dicke sind, sondern es scheint da auch unterschiedliche Fraktionen zu geben. Einige Riesen, die dann eher neutral sind oder eben hier vielleicht den Zyklopen auch die Treue halten. Ob die mit in den Kampf gehen, wissen wir nicht, aber es ist zumindest nicht so zu erwarten, dass alle Riesen an Trollseite streiten oder so etwas. Ja. Trolle haben aber auch noch was anderes. Zyklopen auch. Die Zyklopen haben ein eisernes Schiff gebaut. Ich weiß noch nicht genau, haben die zuerst das eiserne Schiff gebaut oder... gehört Straum vom Stamme der Torpatsch, der legendäre trollische Held und Seefahrer, ob er vor dem eisernen Schiff war oder danach. Eher davor, unten heißt, zumindest sagt Ralven, die Zyklopen kommen auf die Idee, die Seefahrerkunst zu kopieren. Also aus Sicht von Ralven, aber vielleicht gut, die Trolle sind ja vielleicht auch näher als die Zyklopen, also das ist ja auch mal die Frage, wer schreibt, der bleibt, ja. Also, aber Ralven bezieht da Stellung und sagt, die Trolle waren zuerst und die anderen. Ne, besser gut kopiert als schlecht selbst erfunden. Okay, jetzt hier geht noch, heißt es, ist er vermutlich der erste Sterbliche, dessen Namen bis in die Gegenwart überliefert worden ist. Also Straum vom Stamme der Tarpatsch habe ich noch nie gehört. Ich muss gestehen, ich auch nicht. Okay. Außerhalb dieses Bandes kommt er mir auch nicht vor, nee. Vielleicht in einschlägigen Trollkreisen ist er bekannt. Ah, okay, ja, das kann. Und die normalsterblichen Aventurien wahrscheinlich weniger. Ich glaube, es gibt auch keine. Also es gibt auch zu dem Ilkol Zottelhaar ist das, glaube ich, ne, dieser eine trollische. Hält, der tatsächlich jetzt auch die zwölfgöttliche Überlieferung geschafft hat, aber ich glaube, der Straumpf, der Seefahrer, den sucht man vergebens in menschlichen Legenden und Sagen. Mhm. Vielleicht aus Schalbens Sicht dann wieder einfach, für Riesenverhältnisse ist es jemand, dessen Name geblieben ist. Ja. Ja, wir kommen, glaube ich, später zum Ende des Zeitalters noch über einen Troll, dessen Name durchaus länger anhält, aber das sehe ich auch so. Also Straumpf ist mir kein Begriff, tut mir leid. Okay. Die Zyklopen, sie schmieden ein eisernes Schiff. Nicht ein eisernes Schiff schmieden, sondern fahren, schwimmen. Naja, das Schiff kehrt niemals zurück. Das ist jetzt die Frage, woran es lag. bis heute trauern die Zyklopen diesem Meisterwerk nach. Okay. Ich meine, wenn ein Felsschiff fliegen kann, warum soll nicht ein eisernes Schiff schwimmen können? Ja, also vielleicht sind wir auch da, vielleicht hätten die Zyklopen ein bisschen mehr Magie reintüten geben sollen, dass es besser schwimmt. Oder es ist so der Auftakt für so ein Jules Verne-Abenteuer. Ja, aber ja, genau. Ich weiß gar nicht genau, ob in Effards Wogen was dazu steht, aber ich glaube nicht, ehrlicherweise. Aber vielleicht stolpert man ja eines Tages mal in einem DS-Abenteuer wieder drüber oder sowas. Aber man hat natürlich sagen, ihr beide könnt es ja mal irgendwo ein Abenteuer über das eiserne Schiff machen. Mit Gold, aus Eisen und Gold. Also es ist Wald und Blitz hat auch ganz wunderbar wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das eiserne Schiff nach wie viel 10.000 Jahren vielleicht leicht angerostet sein könnte mittlerweile, aber das müssen wir dann sehen. Es ist ja auch magisch. Nur mal begnadete Handwerker und Schmiede, die haben das bestimmt. Okay, wir haben die Zyklopen, die ja von Angrosch erschaffen wurden. Was macht denn Angrosch im Moment eigentlich? Naja, also er ist einer der Unsterblichen war, der auch zum Ende des Zeitalters die Herrschaft über das Feuer wieder gewinnen wird. Allerdings, so richtig greifbar wird er im vierten Zeitalter ansonsten nicht. Er ist mehr. Alben schreibt, dass er sich in eine Globule zurückgezogen hat, die er als sein Laboratorium betrachtet und dort sogar eine eigene Sonne, die er Gloss nennt, offen hat. So der Tüftler, ne? Der Tüftler, der sich sich nicht so sehr für die eigentliche Welt zu interessieren scheint, wo ja eigentlich die anderen Götter ihre Aufmerksamkeit hinlenken und wo es ja für die meisten Götter drum zu gehen scheint, ne? Wie, welche Ideologie, welche Ideale setzen sich da durch und wie entwickeln sich die Dinge, das scheint ihn alles viel weniger zu interessieren als die anderen Götter. Er hat er tüftelt quasi in seiner Werkstatt. Und er tüftelt auch mit einer frühen Form des besten Volkes auf Venturien und Zwergen. Ich höre hier so eine gewisse Unterton in der Beschreibung, aber
Muss jetzt mal für die Elfenkampagne werben, die gerade läuft, aber ansonsten, nee, alles gut. Ja, tut er. Ehrlicherweise, ich muss jetzt für mich selber sagen, das ist ja letztlich so ein bisschen die Historie von, oder der Beginn der Historie von Tarun, dieser Hohlwelt, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, muss ich gestehen. Deswegen, ja, den Namen Glost kannte ich vorher auch schon, da bin ich schon mal drüber gestolpert, aber ansonsten hält er sich raus und fängt an, da sein eigenes Ding aufzubauen, was dann der geneigte Spieler an anderer Stelle auch wieder erleben kann, sozusagen. Ja, ah, ja, von diesen Tarun, ich habe davon gehört, dass es irgendwie innerhalb von Dere ist es, also praktisch Dere ist die Hohlwelt und da drin ist dann die Sonne Glost. So habe ich es gehört, aber wie gesagt, ich habe auch dieses alte Schwertmeister-Set nicht und auch diese neueren Bände, diese, ich glaube, mittlerweile auch offiziell sind oder halboffiziell mindestens, kenne ich nicht. Deswegen habe ich da nur Hörensagen am Angebot. Ich habe das auch nur ganz, ganz vage noch im Kopf. Also es gibt quasi die Möglichkeit, durch Vulkane oder mindestens durch einen Vulkan dorthin zu gelangen. Und dann gibt es quasi so eine Schicht der Schwerelosigkeit zwischen den beiden Welten. Und wenn man da hindurch ist, dann ist man quasi in Tarun, wo dann, ja, also genau, der Himmel quasi eine Decke hat. Wobei das auch, also das auch so ein bisschen, also da gibt es auch verschiedene Sichtweisen, ob man eben sagt, liegt Tarun tatsächlich auch stofflich und dinglich quasi in der Welt oder ist es quasi eine Globule und das ist mehr so die Vorstellung der Sterblichen, dass man sagt, das ist halt, also ja, wir haben uns dazu nach unten bewegt, deswegen muss das unterhalb der Erdoberfläche liegen. Da findet man in unterschiedlichen Publikationen, glaube ich, beide Lesarten. Ja, wieder was gelernt. Ich würde sagen, das werden wir irgendwann mal als extra Folge machen und wir brauchen auf jeden Fall einen Tarun-Spezialisten. Also wenn es da draußen jemanden gibt, meldet euch. Gibt es eine extra Tarun-Folge. Wir hatten ja schon mal die Treupfade, aber die werden jetzt erfunden, Leben erweckt. Wie machen die, oder was genau ist denn? Letztlich erkläre ich es mir vereinfacht immer so. Es ist definitiv eine Reise durch den Limbus, aber ein Trollpfad ist ja, wenn man so will, oder vielleicht, wenn man es vereinfacht darstellen möchte, der Limbus ist ja ein graues Wabern, wo man die Orientierung verlieren kann. Und für mich ist ein Trollpfad etwas, man hat irgendwo so eine Art Tor in den Limbus, dann führt da, der Trollpfad ist so eine Kordel, an der man sich festhalten kann und da kommt man an einem anderen Tor wieder raus. Also man kann dann auch wirklich nur von Ort A zu B reisen und nicht im Limbus irgendwo noch abkürzen, um zu C zu kommen, zumindest nicht planmäßig. Man hat so eine Art feste Linie, wie man den Limbus passieren kann und so in kürzester Zeit sehr große Strecken auch eben über Meere hinaus überwinden kann. Ja. Und ein Stück weit ist das Besondere vielleicht auch bei den Trollpfaden, während in den frühen Zeitaltern viel errichtet und aufgebaut und dann wieder kaputtgeschlagen wurde, ist das eben was überdauert hat, was auch in der aventurischen Gegenwart noch existiert und auch noch ausreichendes Wissen oder trollische Unterstützung vorausgesetzt genutzt werden kann. Das heißt, da wirkt durchaus auch eine Magie, die einen sehr langen Bestand hat. Wir haben, und jetzt der Golden, er treibt ein doppeltes Spiel. Was macht er denn? Was will er? Ja, in der zwölfgöttlichen Überlieferung ist der Golden oder der Gülden immer der Bösewicht, aber im Grunde sind seine Motive gar nicht so viel anders wie die der anderen Götter. Er will eigentlich, ne, er will mehr und er will alles für sich. Also im Grunde geht es ihm ja darum, dass er zwar auf dem Chefsessel sitzt in Alvaran, dass er aber trotzdem nicht zufrieden damit ist, mit dieser Position, weil eben die anderen Gottheiten sich nicht oder nicht immer an seine Weisungen halten oder sich drüber hinwegsetzen. Und eigentlich wünscht er sich eben doch der alleinige, unangefochtene Gott zu sein. Und die drin sind in Alvaran, haben ja stets versucht, die anderen auch draußen zu halten. Aber kein Gott alleine ist mächtig genug, alle anderen rauszuwerfen und dann die Tür zuzuhalten. Deswegen versucht er es auf anderem Wege, indem er nämlich sagt, naja, wenn ich die anderen nicht aus Alvaran rausbekomme, dann kann ich sie vielleicht dort drin halten, beziehungsweise einfach von der dritten Sphäre fernhalten, von der Welt der Sterblichen und selbst dorthin gelangen. Und er hat dann die Idee, eine Barriere zu bauen, quasi nach dem Vorbild des Sternenwalds, der auch die sechste Sphäre abtrennt, um quasi einerseits die Götter auszusperren, und auch die Verbindung zu kappen, die ihnen es eben ermöglicht, mit ihren Auserwählten, beziehungsweise dann auch den Geweihten, in Kontakt zu treten. Okay, also er alle in Alvaran einsperren und selber Herrscher der dritten Sphäre zu sein. Tja, wie macht er das? Das ist ein bisschen das Problem für ihn, denn er stellt selber fest oder ist selber überzeugt, ganz allein kann ich es nicht. Also er wird es nicht schaffen, so einen Bann selbst zu errichten, der stark genug ist.
Und er möchte aber auch keinen anderen Gott mit reinziehen, weil er die Sorge hat, dass vielleicht der dann doch die Seiten wechselt oder wie auch immer, oder dass irgendwie etwas durchsickern kann. Und dann fallen ihm unsere lieben Freunde die Trolle ein, ne? Dass er sagt, die haben ja bisher keinen Gott, die haben Macht, die haben viel Lebenskraft. Wenn ich auf die zugreifen könnte, mit deren Kraft zusammen, sollte ich in der Lage sein, so eine Barriere zu errichten. Hm. Und dann offenbart er sich den ersten Trollen und fängt an, seine Lügen, würde die Zwölf-Götter-Gläubigen sagen, also zumindest sein Honig zu verträufeln, damit sie ihm glauben und ihm folgen. Ja. Ja, und schafft er das, da alle rauszuhalten, oder gibt es irgendjemanden, der ihm auf die Schliche kommt? Es ist zumindest einer meiner Lieblingssätze, weil ich muss auch hier jetzt mal polarisierend bekennen, ich finde Fex nicht so toll. Ich mag den nicht. Das ist so ein Poser-Gott und das sind viele Poser-Geweihte. Deshalb freue ich mich über diesen Satz von Chalven. Verglichen mit Nandus ist Fex nicht übermäßig klug oder gar weise. Sehr schön. Ja, aber trotzdem, er ist ein Meister der Verschlagenheit. Also Fex kapiert, was da läuft. Aber er sagt, und das ist auch eine andere Tugend von Fex, die gerne mal übersehen wird. Ich warte erstmal ab und stärke mich dann auf die Seite der Gewinner, ne? Also der alte Opportunist, ja. Und anstatt eine klare Kante zu beziehen, möchte ich mal lieber gucken, wer am Ende die Nase vorn hat, und dann kann ich rechtzeitig mein Fähnchen da nach dem Wind ausrichten und bin mit Sieger aus der Krise sozusagen. Also er kann es nicht vor allen geheim halten, aber der es merkt, tut auch erstmal nichts. Und es ist dann am Ende doch wieder eher ein kleines Opfer oder ein kleiner Stolperstein, der ihnen zum Verhängnis wird. Ja, wer ist es? Mailam Rektai hat erwischt. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, ne, die Trüffelsau oder sowas, wenn man jetzt mal so ein bisschen despektierlich sagen darf. Mhm. Ja, also die ist ja tatsächlich, wird von den Goblins ja angebetet. Der fällt irgendwie auf, dass mit den Trollen da was nicht stimmt. Ne? Die werden plötzlich so religiös und irgendwie, und die kommt dem Goldenen damit dann auf die Schliche. Ja, der Goldene hat natürlich gesagt, baut mir Statuen. Wen holen die Trolle zum Statuen bauen? Die Goblins. Mhm. Und zack, schon wusste Mailam Bescheid. Gut, der Plan ist aufgedeckt. Mailam sagt Bescheid. Die restlichen Götter begreifen, das ist scheiße. Wir lassen mal Graufang von der Leine. Und der Goldene denkt sich, oh scheiße, Graufang kommt, ich muss jetzt schnell handeln. Und er in einem verzweifelten Versuch, die Barriere zwischen den Sphären vorzeitig zu erreichen, scheitert fürchterlich und kostet viele seiner So. Eine kurze Korrektur, oder zumindest, weil ich es ein Stück anders gelesen habe. Mailam Rektai gibt gar nicht mal Bescheid den anderen, sondern das ist auch wieder eigentlich so ein bisschen typisch für den Namenlosen bei aller Macht, oder den Goldenen heißt er hier noch, die er hat. Ihm fällt auf, dass Mailam Rektai kapiert hat, was er tut, und dann wird er hektisch. Und will sie schnell vernichten, bevor sie was sagen kann. Und das wiederum fällt den anderen Göttern auf. Ja, also sagen wir auch hier nicht zu, wie das ja oft auch heute Namenlose in diesen Abenteuern tun, ne? 80% richtig gemacht und am Ende kommt dann der blöde Fehler, weswegen die Helden doch noch siegreich werden, ist ja hier ähnlich. Er wird dann einfach zu unruhig, vielleicht zu Recht, das wissen wir nicht, aber zumindest vergibt er sich oder verrät er sich selbst, als er versucht, die Mailam Rektai zu entsorgen oder wie auch immer, mit ihr umzugehen, dass sie ihr Wissen nicht teilen kann. Stimmt, das habe ich falsch im Kopf gehabt. Wie scheitert hier? Der Goldene bemerkt sie und versucht, sie in einem unbemerkten Augenblick zur Heimlichkeit, zählt allerdings zu seinen Stärken, und so verrät er sich und damit letztendlich seine Pläne. Ja, blöde laufen. Die Atombombe war zu groß. Mhm. Gut, die Götter lassen Graufang von der Leine. Machen sie noch mehr? Genau, das Stichwort Atombombe war schon gar nicht schlecht. Alle großen Kaliber, die vorher noch in den Arsenalen geblieben sind, also selbst als eben das Volk der Trolle so übermächtig geworden ist, haben die Götter ja gezögert, die alten Drachen von der Leine zu lassen und Graufang, weil sie das Ausmaß der Verwüstung gefürchtet haben, dass geschehen könnte, wenn man so mächtige Wesenheiten auf die Welt loslässt. Und jetzt im Kampf gegen den Goldenen aber, und zornig wie die Götter sicherlich sind, kennen sie da keine Rücksicht mehr. Und es ist eben Graufang, und das sind die alten Drachen, die ausgeschickt werden, und es ist quasi so der große Kampf. Die Drachen mit ihrer überaus mächtigen Magie, aber eben auch das Volk der Trolle mit seiner mächtigen Magie, das zu großen Teilen dem Goldenen blind folgt.
Und ja, es, wie es so schön ist, es, ja, zahllose Drachen werden erschlagen, Blut fließt in den Straßen der Städte der Trolle. Und natürlich trifft das nicht nur die im Kampf Beteiligten, sondern das trifft wieder auch viele Un- und weniger Beteiligte, die entweder unerwartet davon getroffen werden oder einfach nicht in der Lage sind, sich zu schützen gegen so mächtige Magie und den ja, Sekundärschaden, sag ich mal, dessen, was da geschieht. Sodass also wieder große Verheerungen über den Kontinent kommen und auch sich über kurze Langwahrscheinlichkeit kaum ein mächtiges Wesen dem entziehen kann. Das heißt, alle müssen sich entweder auf die eine oder die andere Seite schlagen. Die wenigsten bleiben neutral. Also man kann auch sagen, hier hat der Goldene wieder zugeschlagen und hat einige Unsterbliche noch auf seine Seite gezogen. Und die milden Götter ist ja Zaturia und Nandos. Und die bringen einige in Sicherheit. Vor allem, steht hier, Goblins und einige Gryphonen. Aber auch Wesen, die man heute gar nicht mehr kennt. Ja, das ist blöd gelaufen. Ja, das ist auch so ein bisschen, ne? Das widerspricht manchmal so ein bisschen dem aventurischen Götterbild mit den entschlossenen, aufrechten Göttern, die für ihre Sachen einstehen. Praios hat sich ja nicht übermäßig drum gekümmert, als sein auserwähltes Volk, die Gryphonen von den Trollen, ziemlich angegangen wurden. Und auch jetzt, ne, ist es nicht Praios, der die Gryphonen rettet, sondern das sind eben die milden Götter, die da ein Auge drauf haben, während Praios und auch Mithrida, die göttliche Heerführerin und Göttin des Krieges, sich voll und ganz darauf konzentrieren, ihren Feind zu jagen. Finde ich ja interessant. Da muss ja auch einige Zyklopen dabei sein. Die gibt es ja immer noch. Generell tue ich mich da, aber da habe ich mich immer schon schwer getan. Ich glaube, hier ist es mittlerweile etwas besser aufbereitet, als es in den allerersten DSA-aventurischen Geschichtssachen war. Eigentlich vernichten wir die komplette Welt, wie sie heute ist. Aber oh Wunder, es gibt immer noch genug Sachen, die waren im vierten Zeitalter so, wie sie heute. Es gibt Trollfestungen, über die man heute stolpern kann. Dann denke ich mir, hat aber Graufang nur halbe Arbeit geleistet. Ja. Aber irgendwie, naja, ich glaube, ja. Wer weiß, ja. Wie detailliert das alles am Ende war. Aber du hast völlig recht, es gibt schon nämlich genug Völker und andere, die da vorher waren. Man hat es ja hinterher, glaube ich, geschrieben, in der Theorie der 12 Göttergläubigen, da spricht man ja, glaube ich, immer von diesen 144 Personen, die da gerettet werden oder sowas. 12x12, das darf man schon nicht zu wörtlich nehmen, denn ich alleine, was da an Völkern bei sein muss. Bedenken wir doch mal nur, im dritten Zeitalter diese Auserwählten, das waren ja, wenn ich mich recht entsinne, ein Stück weit auch die Tierkönige oder so etwas. Davon gibt es ja heute auch noch genug. Also die müssen ja auch irgendwie überlebt haben. Die machen ja dann schon eine Menge aus. Ja. Na gut, der Goldene hat ja auch noch seinen Drachen für Daktor, ne? Der hat sich doch bestimmt auf die Seite des Goldenen geschlagen. Ja, der ist ja so ein bisschen im Bruder im Geiste mit meinem alten Freund Fex. Und Loyalität ist oft eine Frage des Geldes, sag ich mal. Ja, ähnlich wie Fex, der ja auch sich erst in letzter Sekunde entschieden hat. So macht es Pyrdakor auch irgendwann, als er absieht. Es könnte eng werden für den Goldenen. Der bietet halt der anderen Seite einen Handel an. Ich bin bei euch dabei, wenn ich dafür die Macht über die Elemente kriegen darf. Und immerhin, den Handel schlägt man ein und dann immerhin kann man sagen über ihn, was man will, aber dann gibt er auch alles und kämpft halt kämpft gegen seinen Schöpfer und steht quasi für seinen Teil des Handels ein. Und möglicherweise ist das auch ein ausschlaggebender Punkt, dass eben Pyrdakor sich auf die Seite der anderen Götter schlägt, denn ziemlich kurz nachdem das beschrieben wird, endet im Grunde dieser Kampf der Unsterblichen mit der Niederlage des Goldenen. Das heißt dann zwar, Graufang gelingt es, den goldenen Gott zu stellen und in Ketten zu legen, aber das gelingt ja sicher vor allem auch deswegen, weil der eben geschwächt ist und seiner Unterstützer beraubt. Gut, die anderen Götter beraten lange, wie sie die Untaten des Goldenen sühnen sollen. Und Praios verkündet ein Urteil. Der ehemalige Fürst aller Götter soll all seiner Macht beraubt und Gedächtnis der Welt gelöscht. Also aus dem Gedächtnis der Welt gelöscht hat, glaube ich, nicht so ganz geklappt, oder? Immerhin sein Name hat es geklappt, dass man ihn herauslöscht. All seiner Macht beraubt. Erleben wir auch heute genug Abenteuer, wo er Macht geschenkt weiter an Untergebene und die Helden deshalb gefordert sind. Das hat auch nicht ganz geklappt, aber mit dem Namen hat es geklappt und er ist schon deutlich eingeschränkt, muss man ja sagen. Ne? Ja, und auch seine Verbündeten, da für die wird extra eine Lücke im Sternwall geöffnet und ihm die Sphäre geworfen. Und, ja, hier kommen wir zu dem Troll, über den ich vorhin schon mal angedeutet habe, nämlich der trollische Oberpriester Kerbold der Ketzer genannt. Das ist tatsächlich ein Name aus dem Zeitalter, über den kann man schon ein paar Mal stolpern beim schwarzen Auge. Ja, also anders als unser Seefahrerheld von vorhin ist, glaube ich, Kerbold der Ketzer durchaus ein Begriff für Leute, die sich ein bisschen mit sowas mal beschäftigt haben.
Ja, den kennt man eher. Aber der wird ja, hier ist es, mitsamt seinem Tempel in den Limbus geworfen. Genau. Mhm. Der Limbus und die siebte Sphäre sind noch unterschiedliche Sachen, oder? Ja. Ich glaube auch, bin jetzt gerade nicht so firm in der Sphärenkunde, aber doch. Die Frage war nicht dahin geschmissen. Naja. Also er ist. Vielleicht ist tatsächlich, also diese, ne, diese Unauffindbarkeit, wenn du in der siebten Sphäre bist, dann bist du zumindest an einem bestimmten Ort im Außerhalb, aber der Limbus als Zwischenraum, der die einzelnen Sphären voneinander trennt und auch wieder verbindet, das ist so grau in grau. Da bist du vielleicht noch mal schwerer auffindbar, ne? Weil du eben, der Nicht-Raum und Nicht-Zeit, also man ist da so ein bisschen, also ähnlich wie Wesen, die in frühen Zeitaltern in die Globulen eingesperrt sind oder sich selbst dort eingesperrt haben, man ist so ein bisschen auch auf eine andere Weise noch mal als außerhalb des Sternenballs, entrissen allem anderen und eben, wo geparkt, wo man nicht so leicht wiedergefunden werden kann. Also überall und nirgendwo. Ich glaube auch, dass das ehrlicherweise, also ich habe es immer so aufgefasst auch, dass das mal ein netter Plothook sein soll, auf den man zugreifen kann. Ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich für meine eigene Runde ein Abenteuer geschrieben, wo man sich genau diesen Kerbold da mal im Limbus nähern musste. Weil das ist einfach was, ich glaube, es ist genau eines, früher hätte man es Sternchenmysterien genannt, aber zumindest eine der Sachen, wo man sagen kann, hier, lieber Spielleiter, da kannst du dich doch mal austoben, wenn du mal den Helden oder besonders hochstufigen Helden was servieren willst. So habe ich es immer aufgefasst, auch ein Stück weit als Angebot für einen Spielleiter. Nicht nur als Story, die irgendwie konsistent ist, sondern dass einfach ein Teil auch dazu gehört. Mhm. Gut, der Pedaktor wird jetzt Herr aller Elemente. Einfach so, zack, er hat's, oder was macht er damit? Ja, es ja, gibt das. Oder du damit. Ja, du. Also es kommt ja jetzt zum ersten Mal dieser elementaren Schlüssel hier ins Spiel. Das heißt, die Götter stellen jetzt fest, Mist, war vielleicht nicht ganz so clever, dem alle sechs Elemente zuzusagen, aber irgendwie haben wir das Versprechen ja auch gegeben. Was können wir tun? Das heißt, es werden also sechs Artefakte geschaffen, diese elementaren Schlüssel. Und in jedes dieser Artefakte ist quasi die Herrschaft über das Element geschmiedet. Das heißt, er bekommt sie ausgehändigt, aber sie hoffen da im Zweifel, wenn er jetzt es übertreibt, können wir ihm vielleicht wieder die Schlüssel oder einzelne Schlüssel wegnehmen. Das ist so ein bisschen die Idee, die Götter dahinter haben. Ja. Ja, hat er das einfach so hingenommen oder ist er der Meinung, dass die Götter wortbrüchig sind? Er hat es nicht einfach hingenommen, er ist doch ziemlich sauer und ärgert sich, dass sie ihm so misstrauen, aber er denkt, okay, ja, das ist ihr Versprechen, das haben sie eingelöst, passt soweit und er wäre nicht Pöderkor, wenn er nicht denkt, vielleicht kann ich es ja zu meinem Vorteil eines Tages noch nutzen, ja. Im Grunde birgt der Ausgang dieses Konflikts schon wieder den Samen für zukünftige Konflikte. Genau. Man kann es schon so ein bisschen herauslesen. Das ist, Okay. Also gibt zwar einen klaren Sieger und Verlierer, aber auch die Sieger sind sich eben untereinander nicht so einig, dass der Friede auf Dauer gesichert wäre. Also gibt es noch ein Zeitalter, wo wir darauf zurückkommen oder ist es noch? Ja. Okay, da bin ich ja mal gespannt. So, hier heißt es, die meisten Völker der Sterblichen fallen den fürchterlichen Opfer. Am härtesten trifft es dabei die Trolle und Riesen. Dennoch gibt es einige Sterbliche, das Ende des Zeitalters. Nun hatten wir die Wesen, die Glück hatten, Luft zu bekommen. Und die kommen jetzt auch wieder vor. Tada! Und ja, die Welt wird wieder neu aufgebaut. Mhm. Und jetzt kommt ja das Karmakorteon. Ich glaube, ihr habt das richtig ausgesprochen. Was ändert sich denn jetzt? Das gibt ja, man braucht einen neuen Chef. Man versucht es hier mal mit einer Doppelspitze. An der Stelle, so würde man es ja heutzutage sagen. Ne? Und zwar, er nennt da Kar gleich zwei Göttinnen. Auch spannend, es sind Zatuaria und Charybda. Also die Tradition, dass da keiner sitzt, der so heute eindeutig als einer der Zwölfe zu verstehen ist, setzt sich fort. Gut, Zatuaria ist wenigstens ein Stück weit da kennt man den Namen Zaya auch drin. Charybda ist heute auch nicht mehr so ganz en vogue, wie sie früher mal war. Aber die beiden sollen zusammen dieses Amt der obersten Richterin ausleben. Hat Charybda eigentlich was mit Kryptorot zu tun? Ja, sag ich schon mal. Und Verweise hören Sie hierhin öfter zu. Es kommt demnächst. Ja. Ich bin mal gespannt. So, was, das sind also die neuen. Ich schätze mal, Praius wollte es ja haben, aber er war ja ehemaliger Statthalter und Berater des Goldenen. Das hat wahrscheinlich nicht so viel Zustimmung bekommen. Auch das hat schon wieder, trägt schon wieder neuen Unfrieden in sich, weil eben ja er quasi wahrscheinlich dachte, als Nummer zwei, wenn die Nummer eins dann weg ist, dann steht ihm der Stuhl zu. Mhm. Und dann aber eben feststellen muss, dass K den Schwerpunkt eben anders setzt, eher auf die erschaffenen Gottheiten, die im wo man zunächst denkt, mit dem Aspekt des obersten Richters gar nicht so viel
eigentlich gemein haben, wie jetzt Players hätten. Genau, also tatsächlich ist es so ein bisschen ein Misstrauensvotum, glaube ich. Das ist eher bei kommt gleich noch so ein Stück weit. Also Praios sagt Menno, ihr, ne, klingt so ein bisschen beleidigt in dem Text, ne? Also Praios sieht sich nicht respektiert und zieht sich zurück. Also der möchte nicht. Keine Ahnung, ob er sich gar nicht erst zur Wahl stellt. Und der andere über den, das, ich, da habe ich ein bisschen Fahrt geredet heute. Der andere hier, mein lieber Freund Fex, ne, der kriegt jetzt auch mal sein Fett weg und kriegt so ein bisschen das Misstrauensvotum ausgesprochen. Sie sagen, ja, hier, pass mal auf, ne? In letzter Sekunde erst entscheiden, das kann jeder. Loyalität geht vor. Fex darf nicht mitmachen dieses Mal. Der muss mal aussetzen, eine Runde. Ja. Und muss auch wirklich raus aus Alvaran. Kriegt nicht nur seine Macht als Götterherold sein Amt abgenommen, der kriegt auch seinen Stuhl vor die Tür gestellt. Gut, die Aufgabe der Götterheroldin übernimmt denn Bülhara. Und da Praios nicht mehr das Feuer hat, Angosch, wie du ja schon vorhin angedeutet hast. Wasser bleibt bei Charybda, Humus bei Saturia, Erz bei Hasapar und Magie bei Nandos. Aber das Eis wechselt jetzt in Fiens Obhut und Luft geht wieder zurück zu Kauka. War sie ja vorher schon mal. Ist nur, ging zwischenzeitlich an Krysir für ein Zeitalter, der aber damit scheinbar, also der gar nicht in Erscheinung tritt. Also es wird zwar am Ende des dritten Zeitalters erwähnt, Krysir übernimmt das Element der Luft, aber jetzt in der Beschreibung Calvins über das vierte Zeitalter taucht er, also ich habe ihn zumindest nirgendwo finden können, dass er in irgendeiner Weise sich hervorgetan hätte oder etwas, ja, Berichtenswertes getan hätte. So, dann haben wir das Zeitalter auch schon abgeschlossen, haben die Überlieferung der 12 Göttergläubigen. Kurz eine Sache noch ganz spannend, dass hier auch hier noch ein Gott der Magie mit Nandus benannt wird, also unter den Elementen. Ne? Dabei haben wir ja eigentlich mittlerweile schon, Pöderkor gesagt, ich habe alle 6 Elemente und die Magie ist durch Mardas Frevel ja bereits aufgelöst, aber die Götter halten so ein bisschen lange dran fest, vielleicht an alten Sachen und ernennen erst einmal, führen Magie noch als Element, zumindest in Ralfs Interpretation. Ja. Ja gut, aber die anderen Elemente ja auch, Wasser, Humus, Erz. Genau, aber das ist ja klar, die gibt es ja, da sind wir uns ja einig. Ich meine, wenn Pöderkor sagt, ich möchte über alle Elemente herrschen, das sind die 6, aber es gibt noch einen Gott für das 7. Element, aber vielleicht ist auch das nur Halvens engständige Sicht gewesen. Ja, das kann auch sein, ja. Ist die Frage, warum es jetzt überhaupt noch die Götter darüber gibt, wenn es eigentlich jetzt Pure Productor ist. Na, ich bin gespannt auf die Zeitalter. So, dann, was haben wir denn noch? Die Überlieferung der 12 Götter. Bei denen hört sich hier immer wieder alles, da waren schon 12. Ja, eine Grundkonstante ist im Grunde, dass das in der 12-göttlich-menschlichen Überlieferung die Menschen natürlich immer schon gab. Das heißt, alle bedeutenden Ereignisse, die überliefert und bekannt sind, haben immer auch unter der Einbeziehung der Menschen stattgefunden. Und so gibt es eben, also in der 12-göttlichen Überlieferung ist beispielsweise eben auch Kerbhold der Ketzer kein Troll, sondern ein menschlicher, verblendeter Hohepriester, der eben dem Namen Lusan heimgefallen ist. Das heißt, es wird so ein bisschen vereinnahmt, was den anderen Völkern geschehen ist und eben, ja, eingemenscht, sage ich mal. Und es wird auch noch mal klarer, da ja eben, also die 12 göttlichen Kulte ganz klar festlegen, wer gehört zu den guten Göttern und wer gehört zu den bösen, wird auch die Rolle des Namenlosen noch mal stärker schwarz-weiß gezeichnet. Ich finde es auch interessant, dass hier der im 12 Götter glauben, dass Fex ganz gut dabei wegkommt. Hier heißt es nicht, dass die rachsüchtigen Götter verlangen, Praios, Rondra, der Drache Felmor und andere Unsterbliche, die leben in der dritten Sphäre, verhaftet werden müssen, um solche Ketzereien nie wieder zu ermöglichen. Als gnädige Götter werden in der 12 göttlichen Sinde und Fest genannt. Lieben die Menschen. Und sie bringen heimlich die 124 Sterblichen an Verborgenen. Wahrscheinlich hat der Fex seine Finger im Spiel. Der ist ja mit der List gesegnet. Der sorgt auch für seine PR. So, ich würde sagen, dann haben wir es schon. Die Überlieferung der Trolle, was wir halt sehen, vom großen Heroen. Das ist wieder ihr Held Strumpf, den wir eben schon hatten und nicht so gut kannten. Naja. Ja, der war nicht nur, großer Seefahrer, sondern auch großer Heerführer und Kämpfer und hat mit bloßen Händen Seeschlangen erwürgt. So ein bisschen auch ein bieller Vorvater der Torvaler. Eben, da oben gibt es ja auch Trolle, wie wir wissen. Ne? Also, stammt wahrscheinlich von einem aus den grauen Bergen da oben oder so. Jedenfalls ist das, ja, also scheinen die Trolle sich ja jetzt auch nicht so, also scheinen auch die Fortschritte und Erfolge ihres Volkes in den Vordergrund zu stehen, denn nicht so sehr ihre wenig reizvolle Rolle quasi als Anhänger des Namenlosen. Und es gibt ja immer noch Anhänger des Namenlosen-Trollen, auch in der heutigen Zeit.
Also die konnten sich nicht wirklich... Ja, aber das gibt es unter allen Völkern, so gesehen. Bei Zwergen bin ich jetzt nicht gerade ganz sicher, ob es da so viele von gibt, aber mag es Einzelpersonen auch geben. Glaube ich nicht. Okay, dann haben wir das vierte Zeitalter abgeschlossen und werden uns das nächste Mal dem fünften Zeitalter widmen, beziehungsweise uns wurde herangetreten, wir bräuchten mal so eine Einführung ESA. So etwas Anfänge davon hat er es auch schon mal mit einem Orkenspalter gemacht auf deren YouTube-Kanal. Aber wir werden uns da auch nochmal so ein 1x1 DSA 5x dazu. Wie wir es genau machen, müssen wir noch überlegen, welche Themen 100% bis das nächste oder übernächste Mal die Folge wird. Das schauen wir mal noch. Wenn ihr da draußen also sagt, darüber in der 1x1 des Aventurien, das muss erwähnt werden, schreibt uns, sagt uns Bescheid, dann nehmen wir das auf. Und jetzt an euch die Frage, noch haben wir noch irgendwas vergessen zum Schluss? Aus meiner Sicht nicht. Ich würde auch sagen, dass das vierte Zeitalter ist tatsächlich abgeschlossen. Ist Geschichte. Ja, dann, ich danke euch beiden für die Zeit, für die Expertise, die ihr hier mitgebracht habt. Euch da draußen danke ich für die Aufmerksamkeit. Fragen, Wünsche, Anregungen, schreibt eine Nachricht auf, in welcher Art, Form ihr das auch gerne mögt. Und dann wünsche ich noch einen schönen Morgen, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss, macht's gut.